Ja, Leute, zweiter Teil, die Kreschow-Weber-Kugel. Ja, Untergestell für die Kreschow-Weber-Kugel. Was mache ich heute? Ich mache erst einmal die Kugel ordentlich sauber. Also relativ sauber war sie ja schon, kann man sich echt nicht beklagen. Aber unten halt noch die letzten Reste rausdampfen, dass das wirklich gescheit sauber ist. Mal gucken, wie gut nachher die Flügel wieder laufen. Weil da mache ich jetzt nicht extra neue rein. Ja. Und am liebsten hätte ich ja mit den Beinen, mit den Rohren angefangen. Aber leider war das nicht möglich, wegen diesen blöden Drecks-DPD. Anders kann ich es nicht sagen. Entschuldigung. Mittwoch Paket in Zustellung. 2 oder 3 Querstraßen weiter hat er einfach abgebrochen, der Fahrer. Donnerstag in Zustellung. 5 Häuser oder 6 Häuser weiter in der Straße war er schon. Laut Live-Bericht, Verfolgung, ging es da im Internet. Hat einfach die Zustellung abgebrochen. Ja, mein Nachbar wartet übrigens auch auf Pakete von denen, wo mit DPD versendet werden. Dem geht es genauso. Und am Freitag wieder in Zustellung. Da ist er gar nicht mal mehr in die Nähe hier gekommen. Da hat er schon mittags abgebrochen. Ey, das kann es doch echt nicht sein, oder? Nee. Naja. Für das Video wieder genug gejammert. Glaube ich zumindest. Ich mache das Ding jetzt richtig gescheit sauber. Und dann sehen wir uns hinten, weil eine Kleinigkeit kann ich heute auf alle Fälle machen. Aber das zeige ich euch dann hinten. Bisschen leichter geht es auf alle Fälle. Ja, neue Lüfterflügel sind da nicht unbedingt nötig, die schleifen noch schön. Aschekorb wird einen Haufen Geld kosten. Ich weiß nicht, ob Johnny das ausgeben würde, möchte, aber wenn, dann kann er sich das immer noch selber bestellen und dann selber hinbasteln. Ja, ganz einfach. Wir sehen uns hinten. Weiter geht es hier. Ich habe Johnny und seine Kollegen davon überzeugen können, dass wir die guten blauen Rollen nehmen. Richtig schöne, stabile. Da können sie auch ein Veggie in Grill reinpacken und umeinander schieben. Alles kein Problem. Dann habe ich noch dickes Flacheisen. Das werde ich jetzt erst einmal entgraten komplett. Dann die Löcher anzeichnen und bohren. Festgeschraubt werden die mit M8er Schrauben und ja, wenn das entgratet ist, gebohrt ist, war es das schon. Bei meinem Grill habe ich ja hier die Aussparung auch extra rausgeschliffen, aber das ist ein wesentlich dickeres Material als bei mir, deswegen ja, lasse ich das einfach so. Gut, dann würde ich mal sagen, zeichne ich mir das an und bohre das Ganze. Gutes Entgraten und dann sind wir jetzt schon mal erst einmal wieder fertig, bis eben das Rohrmaterial kommt. Aber das zeige ich euch danach gleich, wenn ich das habe. Das wäre getan, war für heute eine schnelle Nummer. Tja, und mehr kann ich jetzt leider momentan nicht machen. Deswegen unterbreche ich hier jetzt die Aufnahme. Für euch geht es natürlich, tja, nahtlos weiter, wenn der blöde DPD da war. Ja. Okay. Bis zur nächsten Szene.
Gott sei Dank ist das Päckchen endlich gekommen. So, das machen wir jetzt gleich auf. Einmal in der Zustellung, heute das vierte Mal und heute ist Gott sei Dank angekommen. Naja, was soll's. Eine Woche später als geplant. Dann haben wir unser Rohmaterial. Und ich denke doch, dann können wir jetzt was anfangen. Das werden wir jetzt dann gleich einmal in die vorgesehenen Original-Weber-Halter reinstecken. Ja, aber vorher, Leute, vorher, wo haben wir es denn? Diese Original Ascheschale. Ups, das waren meine guten Stühle. Eieieiei. Naja, als Frisbee-Scheibe ist es noch zu verwenden, aber sonst zu nichts mehr. Brauchen wir nicht mehr. Warum? Tätäräte. Wir haben so einen verzinkten Blechkübel organisiert und den baue ich unten rein. Ja, weil Johnny ja so ein fauler Socken ist, dann braucht er nicht so oft ausleeren. Okay, machen wir weiter mit dem Ausdengeln der Weberkugel. Tja, am Deckel selber hier wird es mit ein paar leichten Dengeln getan sein. Ich kann ihn mal aus der Hand lösen. Das passt schon, das reicht. Da können wir dann den Griff nämlich wieder festschrauben. Ja, und dann schauen wir uns mal die Kugel genauer an. Weil da sind nämlich auch ein paar Stellen, wo ich ausdehnen muss. Und zwar genau da, wo die Halter festgebunden sind. Das habe ich ja in meiner Kugel ja damals auch schon gemacht. Genau hier sind eben die Punkte, wo es reingedrückt hat. Ja, und das dengel ich jetzt ganz einfach kurz aus. Und dann können wir schon weitermachen. Ja, da drin werden sie ja eh gleich festgepunktet. Und ich gucke jetzt, auf welche Länge ich die Rohre abschneide. Und natürlich gleich anschräg. Ha! Genau, jetzt weiß ich es wieder. Auf 60 Länge und dann eben abschrägen. Der hier steht ja ein bisschen anders weg. Ja, das werden wir schon wieder hinkriegen. Und ja, und dann können wir auch nachher gleich die Platten unten hinschweißen. Aber jetzt machen wir zuerst die Ablängerei. Wenn das was übrig bleibt, kommt ihr hier dann so da entlang.
Aber ich säge das jetzt erst einmal auf Länge. Das Ganze natürlich mit meiner einfachen, günstigen Mühlesäge. So. Die brauchen wir jetzt exakt 60. Und das Ganze natürlich dreimal. Ja, und wenn ich sie so hinstelle und hier drüber gucke, na, sieht es auch noch halbwegs exakt gleichmäßig aus. Das tue ich jetzt wieder kurz entgraten. Ja, und dann können wir den Grill eigentlich schon mal auch noch ein bisschen sauber machen. Wo ich schweißen tue jetzt dann gleich. Und dann gleich die Füße einsetzen, umdrehen und die gleich anpunkten. Das machen wir jetzt nach dem Entgraten. So, hier unten an den angepunkteten habe ich auch gleich ein bisschen sauber gemacht. Und da wird es nachher auch noch ein bisschen mit festgeschweißt. Und dann sollte es dann auch schon ausreichen. Aber jetzt drehen wir sie um, dass ich dann Schweißgerät rauszerren kann und dann einfach hier unten mal festbraten. So. So, die sollte ich jetzt nach der Richtung, glaube ich, halbwegs ausrichten. Nee, muss ich schon so lassen. Tja, noch was jetzt, aber nicht mehr lange. Dann hole ich mal Schweißgerät. So, mit der Wasserlatte bloß jetzt geschaut, dass er mal, ups, ich hänge hier fest, so halbwegs mäßig schief steht. Ja, und dann brate ich das Ding ganz einfach jetzt nochmal ein bisschen fest. Und danach kann man schon die Querschieben unten einsetzen, unter Berücksichtigung, dass wir da ja noch den Kübel neu basteln müssen. Ja, das weiß ich auch noch nicht so genau, wie ich das mache. Naja, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Blutige Hennerköpfe. Also er wird nicht mehr zerlegbar sein, nur feststehend sein. Ich hoffe, dass sie damit ein Auto kommen, was groß genug ist, wo sie den auch reinbringen. So, ich kann natürlich jetzt auch erst die Streben reinsetzen, entsprechend absägen, ablängen, ja, ich glaube, das mache ich vorher. Muss hier natürlich auch wieder blank geschliffen werden. Jo. Genau. Dann setze ich erst jetzt einmal die Streben hier ein. Und dann geht es schon mit dem Rest wieder weiter. Und jetzt natürlich schauen, wie ich das Ausseg, Absäg. Ja, irgendeinen speziellen Winkel, dann ein bisschen ausrunden. Ja, gut. Schauen wir mal. So, die Rohre jetzt erstmal hardcore abgeschnitten. Naja, ganz hundertprozentig gleich sind sie nicht, aber das spielt auch gar keine Rolle. So, wenn ich das jetzt hier so anlege, kann ich oben noch ein bisschen schräger gehen. Meine Bandsäge hat leider bloß den Winkel als Maximum.
Deswegen werde ich jetzt das hier, ja, einen Reflex zurechtschleifen. Wenn ich das habe, kann ich es markieren, kann hier sauber machen, kann die Teile so reinschweißen. Ja, genau, das mache ich jetzt auch. Blubberbatz. Rumgeheule ohne Schutz. Mir scheißegal, ich schaff's so. Daheim. In der Arbeit ist es was anderes. Also die Beschichtung ist einmal sehr zäh, da brauche ich auch eine Flexscheibe. Ja, prima Schnauze, sieht das gut aus. Festschweißen. Was soll ich sagen? Es geht voran und ich mache das Video jetzt oder beende jetzt das Video für diese Runde, weil ansonsten bin ich ja viel zu schnell fertig. Ich will es ja für euch ein bisschen spannend haben, also machen wir ein paar Teile draus, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so lang sind, aber dann werden sie vielleicht einmal komplett angeguckt. Okay Leute, dann an dieser Stelle, hasta la vista, ciao ciao, bis bald, höher oder so ähnlich. So, die Füße sind hingebraten und die werde ich jetzt mit der Spüldose schwarz matt einfach komplett einsprühen.